Nerd Entertainment. Twelve dreams for the Red Queen under Crown of Stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Pending. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte, dem neuesten Stück aus dem Hause Dontnod, den Erschaffern von Life is Strange, diesmal mit einem ganz anderen Spiel. Und wie der Titel schon verrät, es wird ein wenig blutig, ein bisschen saugig. Und das hier sind offenbar wir. Der Protagonist, gerade aus dem Leichenberg entstiegen und hier überall noch die Asche der Toten in der Luft. Und wir selber, zum Glück nicht verbrannt, aber schleppen uns halbtot hier über die Reling. Der Blutspur folgend, die momentan das einzige Licht in unserem Leben zu sein scheint. Offenbar können wir Blut orten. Und übrigens, für alle, die sagen, Gronkh spielt auf leicht, hier gibt es gar keinen Schwierigkeitsgrad. Die Ansage ist, je öfter wir jemanden töten und trinken, desto leichter wird es. Hallo, schöne Frau. Jetzt wird er erkennen. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Oh.
Hold on! Please, hold on! Oh, God. No! Please, a moment, let me explain! Und somit beginnt die Tragik der ewig Lebenden. These patrols are after me! No! No! Don't shoot! This is a nightmare! I need to get out of here! Aber wir wissen nicht. This can't be happening. Over there! There's one of those birds. No! Please! Stop! I mean you no harm! Bloody Christ! What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Hey, kann ich springen? Shit, where did it come? Kann ich denn springen? Ich kenne die Steuerung doch nicht. Spiel? Gib mir mal Hilfe! Hallo! Ich wollte jetzt cool hier rüberspringen mit Leertaster. Where'd it go? Ich weiß nicht, wie ich hier weiter... Das fängt ja schon mal gut an. Oh. Nahkampfangriffe und Ausdauer. Ich will natürlich niemanden angreifen. It's a leech trick. Da oben ist einer. Der sucht mich aber. Okay, vielleicht können wir die Kiste nehmen mit dem Nahkampfangriff. Ich wollte einfach jetzt cool rübersprinten, wie in einer geilen Sequenz im Intro. Wie es sich gehört. Kill the king! Over there! Who are you? Stay back! Sorry! Ich will, you left me no choice. Ich will das nicht tun! Stupid things of the past! Not alive. Ich habe ihn nicht getötet diesmal. Yeah, you kidding! No, please, stop! Komm ich hier nicht raus? Ich will die doch nicht töten, Mann! Who are you? Oh, Christ! So. Boah, was? Was? Sorry. Kann ich die austrinken? Ich würde die gerne austrinken. Das sieht übrigens alles aus wie Toiletten hier. Da hat jemand einen ganz ordentlichen Stuhl gehabt. Jetzt dürfen wir hier raus. Wir müssen die sogar töten. Spiel, das ist aber gemein. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Oh. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Das Leid der ewig Lebenden. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Okay. I need to find somewhere to hide. Let me go! Hat er mich gesehen? It's locked, all right. All right, that's locked. Ich weiß übrigens noch nicht genau, ich kann noch nicht genau sagen, ob ich ein Let's Play mache, ein Let's Test oder eine kleine, ne, so ein kleines, so eine kleine Angespielt-Reihe. Over there! So. I need to find shelter. Da ist doch Shelter. Keep out.
alles noch Intro gerade. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob was... Is anybody there? What is this place? Sehr schwer, das zu schieben im Spiel. The place seems abandoned. I should be safe enough here. Okay, da ist was auf dem Tisch, das sieht nach einem Foto aus. Und wir müssen vielleicht unser Aussehen ändern. Erinnerung. Brother. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Naja, Mary, hast du das selber angetan. Das war vielleicht ein Blutdurst, aber offenbar sind wir nicht der Einzige mit Problemen hier. Zahnhygiene, ganz furchtbar. Schlüssel. Oh, eine Uhr, die auch ein Schlüssel ist. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I still have rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it as undertakings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. It's impossible. Das heißt, die Bestatter haben ihm seine Sachen geklaut. Ich nehme mal an, das hier wird wohl einer der Bestatter sein. Sieht eigentlich mehr aus wie eine Oma. Und die Uhr kam dann jetzt wieder zu ihm zurück, sozusagen. So, was haben wir hier? Schillinge. 5 Schillinge. Sammelobjekte. Ist ja mein Lieblingsding. Hauptquest. Pipapo. Okay, hier haben wir eine Map. Was ist das denn hier? Aha. Benutzerdefinierte Marke. Mhm. Spielermarkierung. Kann ich vielleicht entfernen? Ich weiß es gar nicht. Habe ich die selber? Ich habe die selber gesetzt gerade. Rein, rauszoomen. Ja, gut. So, was ich gerade noch erzählen wollte. Ich weiß noch nicht genau, ob wir jetzt ein komplettes Let's Play davon machen oder das nur antesten. Mal ein Stündchen oder 2 oder 3 oder keine Ahnung. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen zu der Zeit. Je nachdem, wie es uns allen natürlich gefällt. Und wir haben kein Spiegelbild. Who goes there? A prayer for the summoned by warring song. A child born from darkness must take scent of his... Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! Still have so much left that needs doing. Ich mag diese Zwischensequenzen, aber ich wünschte, die wären ausgespielt. Auch wenn das natürlich wahrscheinlich in der Produktion zu over wäre. Donut, kann man ja sagen, ist immer noch ein Indie-Entwickler. Oh. Hallo. Sich aber jemand die ganze Sache durch den Kopf gehen lassen. Können wir die mitnehmen? Ja, gib her. Schön. Wie Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done.
He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Der sah schon immer untot aus, ganz ehrlich. Der sieht doch nicht gesund aus. Auch vorher schon sah der nicht gesund aus. No, it never got easy. Ich kann mir nicht helfen. Da machen diese zwei Einstiche am Hals den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Da liegt noch was auf dem Schreibtisch. Blutiges Tagebuch. 15. Oktober. Schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden, nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es morgen, ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. Wie kann ich jetzt runterscrollen? Hä? Da ist ein Scrollbalken, aber ich habe keine Maus. Hallo? Und die Tastatur geht auch nicht. Hä? Hallo? Ich konnte es nur wegmachen. Blutiges Tagebuch. Ich glaube, man sollte es mit dem Gamepad spielen. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Richtig schön gemütlich. So be it. Hasta la vista, baby. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight into a glowing reflection. Gut, das ist aber nicht verrückt. Der Mond reflektiert ja nur. Der leuchtet ja nicht von sich aus. Der reflektiert ja nur. Entwicklung. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Gerade wenn man sich in die Brust schießt, kennt man das ja, man entwickelt sich sehr schnell. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen, deine Vampirsinne zu verbessern. Drücke Maustaste, um fortzufahren. Autophagie, beginn mit der Auswahl der verfügbaren Fähigkeit Autophagie. Heilung, du verbrauchst dein eigenes Blut, um deinen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Okay, ich nehme mal ein hier, Autophagie. Alles Autophagie, aber warum geht's hier nach oben? Kosten, du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen, zusätzlich deine Gesundheit zu regeln. Hä? Du tauschst die zusätzliche sofort die Heile gegen eine bessere Regeneration. Ich weiß noch nicht genau, was davon besser ist. Autophagie, passiv.
Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normalen und angesammelten Schaden zu heilen und die Regeneration seines Fleisches, seiner Nerven und seiner Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann diese Vampirfähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampirjäger überrumpeln. Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind. Das ist wahr. Aber wenn man ihrer natürlichen Regenerationsfähigkeit ein Ende setzen kann, sind sie schwächer, als man denken würde. Achso. Und? So, freigeschaltet. Ich glaube, das war's auch erstmal, oder? Erfahrungspunkte haben wir noch 1135. Das reicht hierfür noch nicht. Wir können nichts anderes wählen. Stufe 5 benötigt, Stufe 4 benötigt, alles klar. Stufe 1, hier, aggressiv. Blutspeer. Du wirfst einen Speer aus Blut, der Gegner vor dir durchbohren kann. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder denen deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Auch für mich? Das weiß ich natürlich nicht. Ich nehme erstmal die Klauen natürlich, mal 220 Schaden. So. Alles noch in verschiedenen Stufen hier überall. Wir haben noch 135, da können wir uns, glaube ich, nichts mehr leisten. Ne, das war's. Körper, Zustand des Körpers, 300, da hätte ich vielleicht auch mal gucken können. Biss, 100% Schaden. Erhöht den verursachten Schaden, wenn ein Biss im Kampf verwendet wird. Das sollten wir auf jeden Fall nehmen. Stufe 1. Blutkapazität sollten wir auch nehmen. Erhöht deine Blutaufnahme, wenn ein Biss im Kampf. Aggressiv hätte ich erstmal nicht nehmen sollen. Ich hätte vielleicht erstmal da hinten. Ja, was soll's. Egal. Wir machen erstmal. Wenn ich nur bestätigen kann, ich würde gerne ablehnen. Oh. Das ist mir ja schon mal passiert. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ob der das nicht selber weiß? Da ist noch eine Taschenuhr. Ewiger Durst. Erreiche North Bank. Ich höre Stimmen. Das ist nicht gut. North Bank, da oben. Finde heraus, welcher Vampir dich geschaffen hat. Wir müssen irgendwie nach da oben. Okay, die kommen hier gleich rein, oder? Können wir hier vielleicht irgendwo fliehen? Es gibt keine Möglichkeit, hier irgendwo aus dem Fenster zu kommen oder sonst irgendwo. Ich wollte gerade nochmal extra gucken, ob wir da irgendwo rauskommen. Deswegen schaue ich mich nochmal ganz kurz hier unten um. Es gibt keinen Keller. Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. Ja, ich gucke noch, ob ich irgendwas mitnehmen kann noch. Aber ich habe schon alles abgesucht, glaube ich. Okay. Wir schauen mal, ob wir irgendwo rauskommen. Here's the leech. Here! Hätte mal einfach die Tür zugemacht. Oh. My head's spinning. So, da kommen wir nicht. Oh, der hat mich Feigling. Der hat mich Feigling genannt. Da gehe ich natürlich sofort raus. So, abgenutzter Pflock. Nebenwaffen. Könnte drücken von verwendet werden. Spezielle andere, die Ausdauer verbrauchen. Schlüssel zur Notunterkunft. Jetzt können wir oben, glaube ich, raus. Oder hier. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Okay. Kann ich crouchen? Nein, kann ich nicht. Wieso kommt er mir nicht hinterher? Schocken. Um deinen Pflock zu verwenden und Schockschaden. Du kannst einen geschockten Feind beißen. Aber kann ich mich an ihn ranschleichen? Das ist ja die große Frage. Was macht er denn? Und jetzt F. Das ist Strength. A strength I never knew I had.
Da unten suchen sie auch nach mir. Ich warte, bis der andere weg ist. Oh, hier komme ich doch nur wieder hier rein, oder? Okay. Kommt er mir hinterher? Wenn die einzeln sind, ist auch kein Problem. Ich will ihn trinken. Ich will ihn trinken. Ich weiß, wir sollen pazifistisch sein, aber jetzt bin ich Vampir. Natürlich will ich ihn trinken. Oh, Müllermilch, 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 die schmeckt. This shouldn't be possible. Ja. Ja, köstlich, du schmeckst so gut. Every single and every fiber of my being is a fire. Hat er gerade eine Handtasche fallen lassen? Bestimmt Chanel. I feel like a child learning the limits of my body. Wieso treffe ich ihn nicht? Du hast die Reflexe einer Leiche. Großartig. Gut, aber gestorben sind wir nicht. So, was haben wir denn da? Schließen Sie sich den Truppen an. König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich den britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. Nein, die sind inzwischen leider alle tot. Den Truppen an? Ja, schließen Sie sich. Weißt du was, du kannst dich mal schließen. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Yeah. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Oh, wir können, wie in jedem guten Vampirfilm. I have this thirst for blood. Wo ist die andere Ratte? This is despicable. Und da kommen jetzt wahrscheinlich Vampirratten bei raus. So. I cannot enter. I cannot enter. Du musst das dramatischer sprechen, weil Vampire immer sehr dramatisch sind. Das sind immer tragische Figuren. So, ich möchte darüber beamen. Danke. The dizziness from the jump. I can now control it. Und schon wieder eine geschlossene Tür. Dramatisch. So, gibt es hier noch irgendwas zu tun? Dort unten nur Wasser unter mir und hier ein Nebenraum. What will London have to say to me? Das werden wir. I've so many questions unanswered. Alles zu seiner Zeit. Erst einmal habe ich furchtbaren Durst nach Fanta Blutorange. Very streets of London become a mausoleum. Vielleicht ein Kollege. Was ist das? The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Also normalerweise, ne? Fresh blood. The smell is so strong. Ganz kurz, normalerweise spiele ich immer mehr pazifistisch und sowas, aber ich glaube, solange wir Vampir spielen, Vampire, werde ich
meinem Blutdurst gestatten, mich zu übernehmen. Ich hoffe, das Where has everyone gone? Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ich möchte sehen, was dabei aus mir wird. Wenn man sich dem hingibt. Hallo, F. Vampire mussten früher auch mal F drücken. Ein neuer Unterschlupf. Boah, die Lampe. So, alle auffüllen. Gut, dass da Patronenkisten neben dem Unterschlupf sind und das Bett ist sogar sauber. Herstellen, Medizin. An Arbeitstischen kannst du Folgendes herstellen: medizinische Behandlung, um kranke Bürger zu behandeln, damit sie besser schmecken. Sera, um dich selbst zu stärken. Waffenaufwertung, um deine Waffen zu verbessern und anzupassen. Okay. Kranke Bürger behandeln. Also kann man entweder so einer werden oder so einer. Und man hat selber die Wahl. Aber ich werde ausnahmsweise mal so einer. Wie man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Ich muss aufhören, das R zu rollen. So. Okay, wir haben 510 Erfahrungspunkte. 50 Gesundheit, 15% Durchhaltevermögen. Blutkapazität erhöht deine Blutaufnahme. Das heißt, der Biss dauert nicht ganz so lange. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Auch schön. Plus 100%. Ja, gerne. Und Körper kostet aber 300. Haben wir nicht mehr. Alles kostet 300. Mann, Vampire hatten es nicht leicht. Ich habe mir das immer anders vorgestellt, Vampir zu sein. Aber da muss man immer so mit den Preisen haushalten und so. Schwierig. Man kommt einfach... okay. Hätten wir also schon abbrechen können, letzte Runde? Gut zu wissen. Die folgende Nacht. Und ganz ehrlich, tagsüber schlafen und nachts agil sein, ist für mich ein sehr hoher Realismusgrad. War wahrscheinlich früher undenkbar, aber heutzutage so, ja, scheint normal zu sein. Oh, geil, eine Mülltonne. Tagebuchseite. Ich hasse mich dafür, dass ich wegschaue, wenn sie mich wegen meiner Hautfarbe verspotten. Ich hasse mich davor, dass ich wie ein Mädchen weine, wenn sie mich beleidigen. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Junge fluche, wenn sie fort sind. Ich hasse mich dafür, dass ich meine Eltern hasse. Ich hasse mich dafür, dass ich lächle, wenn Kunden mich die traurige Brina nennen. Ich hasse mich dafür, dass ich nie den Mut finde, Tom meine wahren Gefühle zu gestehen. Sabrina Cavendish, neuer Hinweis. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm im Zusammenhang steht. Menü des Bürgers. Sabrina Cavendish. Unbekannter Gesundheitszustand. Qualität des Blutes? Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Oh. Ich kann also aus verwässertem Blut kann ich richtig schönes Wein machen. Sabrina versteckt ihre wahren Gefühle für ihren Boss Tom Watts. Und wir finden verschiedene Hinweise und dann wird Sabrina richtig schmackhaft. Oh, Sabrina, schön. Und das sind alle Bürger hier. Stütze. Tag war, ich bin Stütze. Ich bin ja der lokale Punk. Zwei Geheimnisse. Okay, also immer schön Mülltonnen durchsuchen. Nitschke. Umbrellas, Picture Frames. Ich würde mir gerne neue Klamotten holen übrigens. Das wäre irgendwie sinnvoll. Folge der Spur des Mörders. Das sollte man vielleicht mal machen. At last, a little life. Ich kann euch jetzt... Ich kann doch mit dir nicht reden. Ich habe voll Blut. Ich habe Löcher im Hals. Wie kann ich denn jetzt hier reingehen? Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. I should just run as far away from this place as I can. It's a good thing you. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then.
He's more agreeable talking to strangers. Was ist hier los? Ich will nur reden. Was ist das für ein Ort? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Ja, und die wundern sich nicht über die Einbisslöcher bei uns am Hals oder das ganze Blut bei uns auf der Brust? Gerade in Zeiten, wo hier ein Mörder rumläuft, fühlt man sich da besonders sicher, kann ich mir vorstellen. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. So, was ist das denn für ein Ort? What is this place? This is Tom's Bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Ja, wo sind alle? Haben Sie nach... Das haben wir eigentlich schon beantwortet. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Oh, den Tom mag ich. Das finde ich gut. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Yeah. Okay. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Ich verstehe. So, eine Sache noch ganz kurz. Ich weiß, wir spielen momentan Spiele wie God of War zum Beispiel oder haben gespielt oder spielen momentan immer noch und das grandiose Detroit Become Human und so weiter. Bitte vergleicht nicht unbedingt die Grafiken. Weil wie gesagt, ne, also es ist, man sieht, es ist ein ganz anderer Grafikstil und ich kann mir vorstellen, Leute denken dann immer, dunkel und braun und dreckig und es kommt bei den Spielen nicht auf die Grafik an. Und das ist, und ganz ehrlich, Dontnod ist bekannt dafür, einen eigenen Grafikstil zu nutzen oder generell bei jedem Spiel einen passenden Grafikstil zu nutzen. Ich möchte nur nicht, dass es dann hier irgendwelche Kommentare in der Richtung gibt, so oder weil es mal einen Bug gibt oder so, weil das Problem ist auch, es ist wie gesagt ein Indie-Entwickler und bitte lasst uns Spiele nicht danach bewerten, sondern einfach mal gucken, was die auf der Pfanne haben. Das heißt, wir geben denen immer eine Chance, genau wie im Stream machen wir es auch hier bei diesen Let's Tests, wo ich noch nicht genau weiß, ob es vielleicht doch ein Let's Play wird, wie bei God of War zum Beispiel. Lasst uns das Spiel einfach mal ein bisschen angucken, eine Weile lang spielen und einfach mal gucken, wie es sich entwickelt und dann überlegen wir, machen wir weiter oder nehmen wir uns das nächste vor. Ne, halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee. Könnte man ruhig öfter mal machen. So, und jetzt hier, ciao. I'll leave then. Thank you. Denn momentan weiß ich noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ich bin momentan neugierig. Es gibt sehr vieles tatsächlich am Anfang schon. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Darum geht's doch gar nicht, Idiot. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Das ist wahr. Das ist so wahr. I'll leave you to your bottle then.
So, und man fragt sich manchmal, wenn man selber ein Monster ist, und ich blende jetzt mit der Kamera nicht extra deswegen auf ihn ein, aber wenn man selber ein Monster ist, egal ob in menschlicher Gestalt oder wie auch immer, merkt man es dann selber? Oder denkt man, die anderen sind ungerecht zu einem? Und alles, was man selbst macht, ist gerechtfertigt. Oh Gott, Sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Lange Nacht? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Welche Mörder? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Okay. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Na, ich hoffe, die bleibt auch noch ein bisschen. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Okay, gut, jetzt machen wir mal endlich was Story-Relevantes. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Ooh, sehr gut. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Also gehört quasi nicht in diese Gegend, wenn ich das richtig sehe. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Ja, ja, man merkt schon. Richtig respektabel. Ganz ehrlich, er hat das Fenster geöffnet, also glaube ich, der ist ausgeflogen im wahrsten Sinne des Wortes. Oh doch. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Eine Vampirdame, die gerade verschwunden ist. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself! I need a word. With anyone. Oh. Well, that's something I can do for you. Okay. Aber ist er Vampirjäger oder nur vorsichtig? Und die Dame, die gerade hier war, war auf jeden Fall Vampir. Wir haben ja gehört, wie sie sich aufgelöst hat. Puff. Hi. Unbekannt. And who might you be? Drücke für Details. Dr. Edgar Swansea, Herr Schwanensee, Hinweis gesperrt, Hinweis gesperrt, Hinweis gesperrt und kriegt ein richtig leckeres Blut. 6000 EP für sein Blut. Köstlich. Ah, er ist die Stütze. Aber ist er jetzt der Mittelpunkt hier überall? Das wundert mich ein bisschen. Okay, was sind diese verschiedenen Sachen? Wofür steht das hier? Für den Hafen, vermute ich mal. Ich vermute mal... Ach, die Docks, da steht's ja auch. Die Docks. Unbekannter Bezirk. Unbekannter Bezirk. In den Docks haben wir auch eine Stütze. Es gibt überall eine Stütze. Erschöpfung.
Heilen mit Behandlung gegen Erschöpfung. Ah, wir heilen die Leute, um sie dann zu trinken. Ich hatte gar nicht so Unrecht. Damit sie dann besser schmecken. Hm, die Stutze. Gut, was? Ich weiß nicht. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Sie scheinen sich auszukennen. Ich bin auch ein Opfer. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Dann helfen Sie mir. Was wissen Sie? Mit wem haben Sie gesprochen? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Ach, bitte. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Ja gut, also Sie waren Vampir und er deckt Sie. Das spricht eigentlich für ihn. Das ist eigentlich schon ganz gut. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Ich bin nicht sicher. Ja. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. The moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Ich werde ihn erledigen. Ich weiß nicht. Ich will antworten. I will at last have the answers to my questions. Hoffentlich. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Keine Antworten, kein gar nichts. Hätte mal sagen sollen, wir wollen ihn töten. Dr. Edgar. Grässlich. Unten ist aber noch Blut. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Die Blutspur geht aber dann wieder raus, oder? Die geht in diese Richtung. Die ging nicht nach oben. Und das ist nur ein Balkon. Alles klar, vielleicht ist er ja als Fledermaus davongeflattert. Das ist absolut befrage die Anwohner. Gut, mit denen haben wir schon geredet. Da kommen wir nicht raus. Und ich frage mich, ob wir hier mit Leuten reden können. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Okay, befrage die Anwohner. Die Frage ist nur, welche Anwohner? Wir haben in der Kneipe schon mit allen gesprochen. Was ist das hier? Was? Treten Sie der königlichen Flotte bei? Möchten Sie mehr wissen? Nein, ehrlich gesagt. Sag mal, geh weg. Schau mich hier gerade ein bisschen um, einfach. Die Docks. Okay, aber befrage die Anwohner. Das haben wir doch schon gemacht, oder gibt es jetzt neue Gesprächsoptionen? Befrage
die Anwohner. Damn it. I think drink no longer stirs me. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Ich will die Wahrheit, ja. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Naja gut, er hat geschrien und geweint. Das kann aber alles heißen. Das heißt nicht, dass er der Massenmörder ist hier. Why are you so afraid? I mean his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Mm-hmm. Tom Watts, neue Hinweise verfügbar. Das ist der Kneipier, Qualität des Blutes, gesund, ja, ja. Hello, sir. May I disturb you again? Das ist nicht Tom. You're still ugly as sin. Ich dachte, der weiß auch noch was Neues, aber gut. I'll leave you to your bottle, then. So. Dann frage ich hier mal nach. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Okay, Bürgerhinweise. Als Vampir kannst du einen Bürger mit Hilfe eines gefundenen Hinweises dazu bringen, Informationen preiszugeben. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Oh. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Wie verhält er sich hier? How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Ist er gefährlich? Aber ganz ehrlich, ein Vampir kommt doch nicht rein und jammert darüber, wie gemein die Leute sind, oder? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Okay. Gut, ich muss ihn finden. Das ist mir jetzt erstmal egal, aber hier. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Alles klar. Also, verfolge den Mörder, untersuche die Boote. Das wollte ich vorhin machen, da ging's noch nicht. Die Boote. Die Brote. Jetzt ein paar Brote. Und jetzt sehe ich hier auch Blut, das habe ich vorhin nicht gesehen. Was ist da los? The body is still warm. This man has just been drained of blood. Kleidung untersuchen, Wunden untersuchen, Notiz nehmen, erstmal untersuchen. This man was armed. He tried to defend himself. Was hat denn der im Gesicht? This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim.
Aber warum diese Klauenwunden im Gesicht? Das sieht doch mehr nach Werwölfen aus, oder? What's this? Some sort of note. Details. Befehle der Wachen von Priven. 30. Oktober von G. McCallum an Dockpatrouillen. Betreff mehrere Tode bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest. Schaltet es aus, und zwar schnell. Achtung, laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nährt euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenige Männer haben, doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser, Keller, Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsauger, Brüder, vernichtet ihn! These men, they're a company of professional vampire hunters. Gut für uns. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. Okay, weitergehen. Ja, mehr können wir gerade nicht machen. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ich muss zu dem Kahn kommen. Okay. Ja, dann. Flump. Einmal wieder Vampirmodus. Ich will hier nicht runterfallen ins Wasser. Bestimmt bin ich dann sofort tot. Okay. Konterangriff. Lautlos hinter einem Feind. Ich hätte ihn trinken sollen. Der Durst. Okay. Achso, erstmal hier ist was in der Truhe. Vielleicht. Patronen, Schusswaffen. Rüste eine Schusswaffe aus und drücke, um sie einzusetzen und sowohl normalen als auch Schockschaden zu verursachen. Beachte, dass deine Munition begrenzt ist. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Karte des Gegners. Drücke V, um den Gegner in deiner Nähe anzuzeigen und ihre Karten anzuzeigen. Okay. Ach, das sind die Karten. Widerstände. Manche Gegner können gewissen Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Arten von Widerständen. Physischen Nahkampf, Fernkampf, Kräfte, Blut und Schatten. Orange weist auf mittlere Widerstandsfähigkeit hin, rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Das heißt, der ist gegen Nahkampf und Fernkampf gesichert. Aber wir können ihn trinken. Ja. Wieso kann ich mich gerade nicht bewegen? Ich kann die Kamera nicht drehen. Jetzt kann ich sie wieder drehen. Der ist gerade losgerannt, hat er mich gesehen? Oh. Ach, so einen Dicken haben wir schon mal erledigt, glaube ich, ne? Können wir hier von oben? Steady, boys, we've got one of them! So. Seine Handtasche wieder ausräumen. Ich versuche, die immer zu trinken, ne? Ich versuche das immer. Ich weiß, ich möchte einfach wissen, wie es sich entwickelt. Auch wenn wir dadurch sehr böse werden. Aber, und immer stärker. Wir werden am Ende wahrscheinlich so enden wie der Vampir, den wir gerade jagen. Immer durstig. 100 pro. Aber trotzdem... Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich würde gerne...
Ich muss mal ganz kurz gucken. Entschuldigung, Gameplay in Option, Controller, Tastenbelegung. Können wir nicht schleichen? Ich meine, wir sind Vampir. Vampire müssten doch eigentlich oder hinter ihm auftauchen einfach mit F einfach sich hinter ihm porten. Wir können nur rennen. Gehen mit Q. Okay, gedrückt halten. Okay. Are you dead? This is no place for a gentleman. For a gentleman? Go back home, idiot. Greifen die an? Did you look lively? It's on to us. Sehr gut, komm her. Ich will dich trinken. Küss mich, küss mich. Hä? Auf einmal steht er dann wieder? Wenn man ihn nochmal trifft, steht er wieder. Ich hoffe, wir schaffen die beiden. Ich weiß, ich mache momentan immer das Gleiche. Lebt der andere noch? Hilfe. Okay, wir müssen mehr approachen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen mehr ausweichen. Das meine ich mit approachen, dass wir einmal kurz den hier machen. Schade, dass ich nicht gedrückt halten kann und selber timen kann, wenn das aufhört. So, warte. Wir gehen nochmal ganz kurz dahin, wo die drei gerade waren. Bei dem No Place for a Gentleman. Da gehen wir mal ganz kurz eben hin. So, da hinten war das. Die haben da ja irgendwas durchsucht, wie es aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Okay, Leichenverbrennung. So, neue Praktiken, neue Taktiken. Was? Ich weiß, manche unserer Gefährten glauben, ihr größter Vorteil im Kampf gegen die Blutsauger sei, dass sie tagsüber nicht rausgehen. Also können wir ihre Verstecke suchen und sie ausschalten, während sie hilflos schlafen. Das aber ist ein Anfängerfehler. Erstmal sind Vampire listig und sie haben viele Finden und Tricks parat, um in ihren Verstecken nicht gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen, um jene, die in ihre kostbarsten Rückzugsort eindringen, zu töten. Es würde uns zu viel Zeit und zu viele Leben kosten, Vampire in ihren Verstecken zu finden und auszulöschen. Die beste Taktik ist, ihnen zu folgen und sie zu vernichten, wenn sie wirklich am verwundbarsten sind. Nachts, wenn sie jagen. Dann ist es einfacher, sie anzugreifen, da sie leichter entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Priven neue Taktiken zur Jagd auf die Blutsauger entwickeln und anwenden. Kleine, bewegliche Patrouillen und Taktiken, die wissenschaftlichen Fortschritt und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Neue Strategien, neue Ausrüstung und neue Waffen. Granaten, weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, kugelsichere Westen und Flammenwerfer. Die Wache von Priven muss im 20. Jahrhundert ankommen. Aus Ein neuer Krieg von Geoffrey McCallum, Anführer der Wache von Priven. Geoffrey heißt er also. Okay. Hier wird wahrscheinlich sonst gar nichts sein. Ratten und Unterschlüpfe. Ratten finden sich häufig in der Nähe von Unterschlüpfen. Hallo Unterschlupf. Hallo Ratte. I can't believe I'm doing this. So. Ein neuer Unterschlupf. Ich will gar nicht schlafen, ehrlich gesagt. Wir haben erst 530 HP, das ist nicht so viel. So, Platte. Ich weiß noch nicht, ob wir schon was craften können. Muss ich momentan aber auch noch nicht. Später kann man Lebensmittelchen oder hier Heilungsmittelchen und sowas alles auffüllen. Benutzen wir momentan sowieso nicht, aber hey. Wir könnten ja mal spaßeshalber schießen oder so. Was liegt denn hier? Ein paar Schillinge. So. Ah!
So. Können wir eins oder zwei ausprobieren. Gut, hier kommen wir wieder zurück. Wir säubern die ganze Stadt. Wir essen einfach die ganze Stadt auf. Dann ist auch Ruhe. Da gibt es ja auch keine, weißt du, wenn es keine Einwohner gibt, gibt es ja auch keine Morde mehr. Das ist doch gut, oder? Dann kommen wir dem Mörder einfach zuvor und nehmen ihm seine Beute weg und dann geht es doch der Stadt viel besser. Das ist eine wahnsinnig tolle Idee. Ich würde mich gerne hinter den Äffen. Der hat einen Flammenwerfer dabei, das finde ich nicht so gut. Sollte man eigentlich auf Distanz halten. Oh, das war die Kralle. Okay. Ach, der ist schon tot. Der ist schon tot. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wieder voll im Einsatz. Boah, geil mit der Kralle. Ja, das sollte ich öfter machen. So, Bleiplatte, Aluminiumfragment. Was macht die 1? Momentan nichts. Okay. Hier oben gibt es sonst aber auch nichts. Da ist nur er mit der Bleiplatte. Wir folgen gleich mal wieder der Blutspur. Die muss ja irgendwo auch hinführen. Hier oben offenbar nicht, sondern da unten lang. Aber ich wollte hier oben nochmal gucken, dass wir nichts vergessen haben. Und das haben wir auch nicht. So. Da, da, da. Da, 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 da. Jetzt müsste die Spur theoretisch... Ja, hier geht sie weiter. Hier haben wir schon aufgeräumt. Oh. Aber wir haben noch nicht überall geschaut. Was ist das denn? Sieht voll cool aus. Ist das ein Graffiti? Nein. Hier war früher eine Fabrik. Hier sind noch Dokumente, die wir nicht lesen können. Warte, nein. Wir gehen... Wir gehen da hinten lang. Komme ich da hinten drauf? Ja, ne? Da kann ich mich auch bestimmt drauf äffen. So. Jetzt ist er aber weg. Koffer hole ich gleich. Kombiniert geht das ganz gut. Okay, sehr cool. Freue ich mich ein bisschen. Dann gucken wir hier nochmal rein, aber das ist natürlich nicht unsere Spur. Wir kriegen hier nur abgenutzte Lupara. Okay, cool. Das ist wie Sprung, nur dass wir uns beamen können. Hier können wir nicht reingucken, ne? Schade. Ich dachte, da wäre vielleicht noch ein schönes Extra drin oder so. Dann gucken wir mal. Da ist die nächste Leiche. Da oben war auch Blut, aber das war nur so ein bisschen. Ach so, wir werden eh hier lang... Na, großartig. Wir werden eh hier lang gekommen. Okay. Aber hier geht's doch gar nicht weiter, oder? Wir können hier schlafen, aber sonst... Hier hat noch was geblinkt. Hat hier was geblinkt? Da hat nichts geblinkt. Okay, na gut, ich gehe doch mal pennen einfach. Mal gucken, was passiert. Weil die Spur hat uns ja hierher geführt. Wir können jetzt hier bis 5% Heilung. Das finde ich sehr gut. Die Regeneration der Lebenspunkte werden bis im Kampf. Ich habe vor, noch ganz viel Biss zu verwenden. Großer Durst erhöht eine Blutaufnahme. Und hier Blutkapazität. Ich habe vor, ganz viel zu beißen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich will das wirklich mal machen. Defensiv. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Ja, Gerinnung. Und Blutbarriere. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. So, schnelle Regeneration. Das mache ich mal. So, das können wir immer brauchen. Gerade als fragiler Vampir ist das immer praktisch. Ich warte hier wieder auf 300. Nein, ich möchte bestätigen. So. Okay, Western Docks, da sind wir wieder, einfach am nächsten Morgen. Und wir haben wieder Besuch, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin sollen, da geht es nicht weiter. Hier über die Brücke, ja. Hier ist eine ganz leichte Spur. Ganz ehrlich, so viel Blutverlust. Das
sind Leute doch schon 10-mal gestorben dran. Da geht's nicht weiter, ich wollte nur gucken, ob da irgendjemand ist. Ich suche nach menschlichem... Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong, it makes me dizzy. Oh. Dein Vertrauen, ich kenne dein Herz, William. Es ist der Durst, ich muss trinken. Da hinten. We've done it before. No. I had a drink outside tonight already and it did not quench my thirst. I must have more. Oh dear God, not again. William, please stop. Just a sin, I promise. You are my dearest friend. You're my last and dearest friend. Die Frage ist, will er Blut trinken oder Alkohol? Oh. I can't feel it. Er lässt ihn aus dem Arm trinken. Okay. Please, let go of me. Okay. Zweihändige Waffen. Spezialfähigkeit zu nutzen. Mit der Sense können zum Beispiel Angriffe pariert werden und wenn im richtigen Moment ausgeführt, Gegner schweren Schockschaden erleiden. Okay, Feuerwaffen, abgenutzter Revolver, zweihändig, abgenutzte Sense, 99 Schaden, 45 Schaden, Angriffsgeschwindigkeit 10, 15, Ausdauer 15, Ausdauer 30, ich weiß nicht, ach, das ist der Flock, Ausdauer 30, Angriffsgeschwindigkeit 5, das ist mir aber ehrlich gesagt zu langsam, eine große Sensenklinge an einem langen Holzstück, Waffenfähigkeit parieren, momentan, ich glaube, da würde ich eher die abgenutzte Machete noch weiter nutzen, weil ich brauche die Angriffsgeschwindigkeit, mit dem Ding bin ich meiner Meinung nach immer zu langsam. Feuerwaffen könnten wir machen. Abgenutzter Revolver, 45 Schaden, aber dafür hier Lupara, Feuerrate. Die Nachladezeit ist ein bisschen länger. Magazin 2. Okay. Und die können wir noch aufrüsten, wie es aussieht. Teil eines gewöhnlichen Abzugs und Feder. Das heißt, das können wir alles an den Werkbänken. Du kannst Waffen nur im Arbeitstisch in einem Unterschlupf aufwerten. Das heißt, wir können unsere Waffen später auch noch aufwerten. Das wussten wir natürlich schon. Wir wussten noch nicht genau wie. Waffenmodule, Proben und Inhaltsstoffe, Sera, Behandlungen. Plunder, Questgegenstände, eieieiei, Charakter, Haupthand, zweite Hand. Ich bleib mal bei der Machete gerade, aktiv, dann haben wir hier noch leerer Platz, rüstet was in dem Platz aus. Ultimativ, haben wir momentan noch nichts. 3, 4, wir haben momentan nur die beiden Kräfte hier, also macht es nichts. Sera, T und G, aber da haben wir, als Sera haben wir momentan noch gar nichts. Haupthand, könnte man theoretisch das Ding hier, wobei das ist die Hauptwaffe 2. Haupthand, zweite Hand. Okay. I can't stand it anymore. Dann würde ich sagen, wir stellen uns die Mörder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn es euch gefällt, sagt Bescheid. Wir spielen noch ein bisschen weiter. Ich kann aber noch nicht versprechen, ne? Ihr wisst ja, wegen Let's Test oder Let's Play. I'll not betray your trust. It's this first, you see. I'll need a drink. I'm so thirsty, William. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside tonight already and it didn't. Ah, das kennen wir schon. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Klischee-Vampir lachen. Tschüss. You're my last and dearest friend.